Herzlich willkommen auf Bavmo, schön, dass ihr da seid, Freunde. Heute gibt es wieder ein Bavmo Top 5 Video. Ihr habt es euch in den Kommentaren unserer Gebrauchtwagen-Tipp-Videos gewünscht und hier ist es, ein Video zu echten Underdog-Alternativen zum BMW E46. Die ersten E46-Modelle sind Youngtimer geworden und so langsam aber sicher trennt sich auch beim E46 die Spreu vom Weizen. Deswegen haben wir für euch die 5 besten Underdog-Fahrzeuge rausgesucht, die als Alternative zum E46 dienen könnten. Wenn ihr aber nun wissen wollt, welche 5 Fahrzeuge zusammengekommen sind, dann bleibt bis zum Ende des Videos dran. Also Freunde, los geht's! Lexus IS 250 bzw. IS 350. Der erste und einzige in der Liste, der auch wirklich als Premiumfahrzeug gilt. Die Lexus IS-Reihe gibt es seit 1998. Sie wurde als Konkurrenzfahrzeug zum BMW 3er und Mercedes-Benz C-Klasse konzipiert und von Toyota unter dem Lexus-Badge auf den Markt gebracht. Die erste IS-Generation hat viele Fahrer von sich überzeugen können und so war es relativ schnell klar, dass die nächste Generation noch besser werden muss. So ging 2005 die zweite IS-Generation, auch bekannt unter XE2, an den Start und bot dem BMW E46 die Stirn. Das Besondere am Lexus ist neben dem Hinterradantrieb und dem Premium-Anspruch das Preis-Leistungs-Verhältnis. Lexus-Fahrzeuge wurden schon damals mit einer üppigen Serienausstattung angeboten und viel dazu buchen musste man nicht. Neben der Ausstattung gab es aber auch in Sachen Leistung die volle Breitseite. Aber schauen wir uns das doch mal etwas genauer an. Stellen wir die Motorenauswahl des Lexus mal der E46 Limousine gegenüber und vergleichen die relevantesten Motoren direkt miteinander. Der Lexus IS 250 kommt mit einem 2,5 Liter V6 mit 208 PS und 252 Newtonmeter Drehmoment um die Ecke. Der E46 325i kommt mit einem 2,5 Liter reinen Sechszylinder, der jedoch nur 192 PS leistet und über 245 Newtonmeter Drehmoment verfügt. Beim IS 350 ist der Unterschied sogar noch größer. Da kommt der Lexus nämlich mit einem 3,5 Liter V6 mit 310 PS und 376 Newtonmeter Drehmoment. Mit nur 3 Liter Hubraum hat der 330i dem Lexus leider nicht viel entgegenzubringen. Denn mit nur 231 PS und 300 Newtonmeter Drehmoment unterliegt er dem Lexus deutlich. Es gibt den Lexus sogar als Speerspitzenmodell als ISF mit einem 5 Liter V8 unter der Haube, der mit 432 PS und 505 Newtonmeter aufwarten kann, aber hierzulande kaum zu haben ist, da er so selten in Deutschland verkauft wurde. Auch bei den Dieselmodellen gab es seitens Lexus 2 Varianten, die für Vielfahrer interessant sein könnten, aber in diesem Vergleich wenig Sinn machen würden. Natürlich ist der XE2 im Vergleich zum E46 das etwas modernere Auto, aber der Anspruch und das Konzept beider Fahrzeuge ähneln sich schon sehr. Wer also eine echte sportliche Premium-Limousine sucht, dürfte mit dem Lexus IS sehr gut bedient sein. Auch für Tuning-Begeisterte bietet der IS sehr viele Möglichkeiten, um etwas Einzigartiges aus dem Wagen zu machen. Der Look, die Verarbeitung, die Motoren, die Ausstattung und letztendlich der Preis machen dieses Fahrzeug äußerst interessant. Denn für knapp 8.000 Euronen bekommt ihr den Lexus mit gerade einmal 150.000 Kilometer auf dem Tacho und so gut wie immer in einem sehr gepflegten Zustand. Modelle mit noch geringerer Laufleistung sind mit bis zu 18.000 Flocken inseriert. Das ist mehr als fair. Alfa Romeo 147 2.0 TS 16V bzw. 147 GTA. Ja, richtig gehört. Ein Italiener. Warum? Nun ja, den Alfa 147 und den E46 Compact verbinden so einige Gemeinsamkeiten. Beide Autos werden als Fahrzeuge der Kompaktklasse gelistet, sind aber technisch reinrassige Mittelklassefahrzeuge. Beide sehen unscheinbar und gewöhnungsbedürftig aus, verfügen aber über potente Sechszylindermotoren mit sehr viel Leistung und beide besitzen eine Fangemeinde, die die Fahrzeuge sehr zu schätzen wissen. Wozu ich mich auch zähle. Ich persönlich liebe den Alfa 147, aber das ist eine andere Geschichte. Der Alfa 147 wurde von 2000 bis 2010 gebaut und hat sich für Alfa-Verhältnisse besonders in Deutschland sehr gut verkauft. Gründe dafür waren wahrscheinlich Titel wie Auto des Jahres, Auto Europa 1, Trophée du Design, das goldene Lenkrad und der viermal verliehene Designpreis Autonis. Der Alfa 147 war in den frühen 2000ern also ein ziemlich interessantes Fahrzeug. Das Design ist für ein Fahrzeug aus den 2000ern einerseits extrem clean und andererseits italienisch emotional.
Kein anderes Fahrzeug dieser Zeit hat eine solch cleane Seitenlinie. Keine Seitenleisten, keine mehrfach abgestuften Schwellerkanten, keine unnötigen visuellen Unterbrechungen. Jede Linie und jede Form ist mit einer anderen verbunden und gibt einem im Unterbewusstsein das Gefühl von Kontinuität. Kurz gesagt, das Auto schaut aus wie aus einem Guss. Besonders das Facelift-Modell ist optisch nochmal cleaner und noch stärker optimiert. Das ist die hohe Kunst des Autodesigns. Doch kommen wir mal zu den Motoren, denn da wartet der Alfa Romeo 147 mit einem absoluten Knaller auf. Also vergleichen wir doch mal die relevantesten Motoren miteinander. Es gibt da zum einen den 147 als 2.0 Twinspark. Hier handelt es sich um einen 2 Liter Reihen Vierzylinder Sauger mit 150 PS und 181 Newtonmeter Drehmoment. Der E46 318 Ti verfügt ebenfalls über einen 2 Liter Reihen Vierzylinder, leistet aber nur 143 PS. Dafür jedoch 200 Newtonmeter Drehmoment, was knapp 20 Newtonmeter mehr sind als beim Alfa. Doch kommen wir zum eigentlichen Knaller, denn den Alfa 147 gibt es auch als GTA mit einem 3,2 Liter V6 Saugmotor mit sage und schreibe 250 PS und 300 Newtonmeter Drehmoment. Der E46 325 Ti zieht hier aufgrund des kleineren Hubraums den kürzeren, da er mit nur 192 PS und nur 245 Newtonmeter Drehmoment den Performance-Qualitäten des Alfa 147 GTA deutlich unterlegen ist. Dafür hat der E46 den Vorteil des Heckantriebs und der besseren Gewichtsverteilung. Beim Alfa 147 gab es auch unzählige Diesel-Varianten, aber die lassen wir ebenfalls hier bei diesem Vergleich einfach weg. Der Alfa ist gerade als 147 GTA ein absoluter Geheimtipp. Der GTA ist einzigartig, da er der erste und einzige Alfa Romeo Kompaktwagen mit einem 3,2 Liter V6 ist. Der Wertzuwachs ist dir also definitiv gegeben, denn Alfisti aus aller Welt fangen an, sich gut erhaltene Modelle zu sichern. Noch ist also die Möglichkeit gegeben, das Fahrzeug für einen annehmbaren Preis zu ergattern. Die Spanne für den GTA liegt derzeit zwischen 9.000 und 28.000, je nach Laufleistung, Baujahr und Zustand, und bei den kleineren Modellen mit 1,6 Liter und 2 Liter Hubraum liegen die Preise zwischen 1.000 und 6.000. Tuningtechnisch kann man beim Alfa 147, egal ob GTA, 1.6 oder 2.0, einiges rausholen. Die extrem breiten Radhäuser laden einen quasi dazu ein, mega geniale Radreifenkombinationen zu fahren. Und auch die Linienführung des Fahrzeugs ist sehr, sehr gut gealtert. Einzig und allein die Scheinwerfer des Vorfacelift-Modells und das Markenzeichen von Alfa, das Scudetto, zu Deutsch Schild, mag für viele BMW-Fahrer und Liebhaber eher unattraktiv wirken, aber gerade das gibt dem Fahrzeug Charakter. Auch ist das Fahrzeug kein typischer Plastikbomber. Das Armaturenbrett verfügt über viele Soft-Touch-Oberflächen und ist bewusst sportlich und übersichtlich designt. Allein der Motorraum könnte ein italienisches Kunstwerk sein. Schaut euch diese Schönheit an. Alles in allem ist der Alfa 147 gerade als GTA eines der emotionalsten und schönsten Fahrzeuge, die je gebaut wurden. Wer also die italienische Designsprache und Konzeption des Fahrzeugs versteht und interessiert ist, sollte sich den Alfa Romeo 147 wenigstens mal anschauen oder noch besser einmal Probe fahren. Ach übrigens, dieses geniale Premium-Poster und dieses und dieses und dieses und viele weitere gibt es bei uns. Link in der Infobox. Honda S2000. Der zweite Japaner in der Liste und weltweit eine absolute Legende, der Honda S2000. Mit dem S2000 wollte Honda das 50-jährige Firmenjubiläum feiern und etwas Besonderes für den Fahrzeugmarkt schaffen. Der Japo Roadster wurde von 1999 bis 2009 gebaut und verkaufte sich in Deutschland exakt nur 4.550 Mal, was den Wagen hier äußerst selten macht. Der S2000 ist ein ganz besonderes Fahrzeug, denn sein Front-Mittelmotor samt Hinterradantriebskonzept ist bis heute einzigartig. Um zu verdeutlichen, was genau das bedeutet, der Motor vom S2000 wurde so entwickelt, dass er so kompakt und so kurz wie nur möglich ist. Selbstverständlich schafften es die Japaner, dieses Vorhaben präzise und perfekt umzusetzen. Das führte dazu, dass der Motor hinter der Vorderachse platziert werden konnte. Diese Bauform war zuletzt zwischen 1900 und 1930 die vorherrschende. Das Fahrzeug gewann zwischen 2000 und 2004 jedes Jahr in Folge den Engine of the Year Award und wurde als eines der schönsten Roadster seiner Zeit gekürt.
Aus diesen und unzähligen weiteren Gründen ist der japanische Roadster als echte sportliche Alternative zum E46 Cabrio zu sehen. Aber schauen wir uns doch mal an, was der S2000 technisch zu bieten hatte. Ja genau, ihr seht richtig, es gab nur einen einzigen Motor. Ein Motor in 10 Jahren Bauzeit. Dabei handelt es sich um einen 2 Liter rein Vierzylinder Saugmotor mit doppelter obenliegender Nockenwelle und variabler Ventilhubsteuerung, welche für eine Drehzahlorgie sorgt, dass einem die Tachonadeln durchbrechen. Das 2 Liter Aggregat leistete sage und schreibe 241 PS, jedoch nur 208 Newtonmeter Drehmoment. Aber nochmal zum Mitschreiben, 241 Sauger PS aus einem 2 Liter Vierzylinder. Um da einen Vergleich ziehen zu können, müssen wir das E46 Cabrio als 320 Ci und als 330 Ci heranziehen. Beim 320 Ci hat man ebenfalls ein 2 Liter Aggregat, aber als rein Sechszylinder. Leistungstechnisch kommt man auf 150 PS und 190 Newtonmeter Drehmoment. Orientiert man sich eher an der Leistung, so kommt der 330 Ci mit seinen 231 PS sehr nah dran und übertrumpft den Honda mit satten 300 Newtonmeter Drehmoment. Wie man sieht, kann man hier nur schwierig einen Vergleich ziehen, denn die Leistung, die aus dem S2000 Motor rausgeholt wurde, ist einzigartig. Genau das und die Gewissheit, dass nur 4550 Fahrzeuge in Deutschland unterwegs sind, machen den S2000 sehr begehrenswert. Das Design des Hondas ist sehr gut gealtert. Der Wagen ist ein zeitloser Klassiker, der voll und ganz auf Sportlichkeit und Minimalismus setzt. Das wird unter anderem klar, wenn man sich das Cockpit des Fahrzeugs ansieht. Einfach alles, was man bedienen kann, ist maximal auf den Fahrer ausgerichtet und ein Bestandteil des Tachodesigns. Sogar das Radio wurde hinter einer Klappblende versteckt, damit sich der Fahrer komplett aufs Fahren konzentrieren kann. In Sachen Tuning ist auch der Honda S2000 absolut auf Augenhöhe mit dem E46 Cabrio. Man muss nicht viel machen. Ein neues, aktuelles Fahrwerk, schicke, leichte Felgen und hier und da ein paar Optikkomponenten und voila, das Fahrzeug sieht aus wie ein Traum. Momentan gibt es in ganz Deutschland weniger als 70 Fahrzeuge, die inseriert wurden. Dennoch ist der Preis für dieses Fahrzeug noch ziemlich moderat. Die Spanne liegt derzeit zwischen 11.900 und 36.000, je nach Laufleistung, Zustand und Baujahr. Wer also eine wirkliche Alternative zum E46 Cabrio will, fährt mit dem Honda S2000 sehr gut. Es bleibt also nur zu sagen, suchen, begutachten und probefahren. Skoda Octavia Kombi. Der erste Osteuropäer in unserer Liste und ein echter Geheimtipp für Kombiliebhaber. Der Skoda Octavia 2 Kombi, auch bekannt unter Typ 1Z. Zugegeben, eine echte Alternative zu einem E46 Touring zu finden, ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Der Octavia ist nicht wirklich mit dem BMW E46 Touring vergleichbar. Aber wenn man einen standardmäßig oder topmotorisierten Kombi sucht, bietet der Skoda Octavia Kombi das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Man bekommt sehr, sehr viel Auto für einen sehr guten Preis. Wirklich sportlich tritt der Octavia aber nur als Octavia RS auf. Ansonsten ist das Fahrzeug als Serienmodell auf Komfort ausgelegt, was gerade für Kombifahrer ein wichtiger Aspekt sein dürfte. Das Design vom Skoda ist angenehm zurückhaltend. Auch als RS sind nur wenig progressive Designmerkmale zu erkennen, was den Wagen sehr unscheinbar macht. Was auch ein entscheidender Faktor für Touringfahrer sein dürfte, ist der Platz. Denn allein was das Kofferraumvolumen angeht, bietet der Octavia 145 Liter mehr Kofferraumvolumen als der E46 Touring. Das liegt aber zum Großteil daran, dass der E46 über einen Hinterradantrieb verfügt, während der Skoda über Vorderräder angetrieben wird. Aber kommen wir jetzt mal zu den relevantesten Motoren und vergleichen sie miteinander. Der Skoda hat neben der Flut an Benzin- und Dieselmotoren zwei ganz besondere Benziner im Portfolio, die sehr interessant sein dürften. Aber fangen wir mit dem 2.0 FSI an. Dieser ist ein 2 Liter rein Vierzylinder Benziner mit 150 PS und 200 Newtonmeter Drehmoment. Der BMW 320i mit dem M54B22 hat einen 2,2 Liter rein Sechszylinder unter der Haube, der 170 PS leistet und 210 Newtonmeter Drehmoment entwickelt. Nehmen wir jetzt den Topmotor des Octavia RS, den aus dem Golf 5 bekannten 2.0 TFSI bzw. TSI.
Dieser ist ebenfalls ein 2 Liter Reihen 4-Zylinder Benziner, leistet aber 200 PS und ganze 280 Newtonmeter Drehmoment. Um einen fairen Vergleich zu ziehen, nehmen wir beim E46 diesmal den 328i. Der 328i verfügt über einen 2,8 Liter Reihen 6-Zylinder mit 193 PS und ebenfalls 280 Newtonmeter Drehmoment. Wie man sieht, ist es hier auch nicht ganz einfach, einen optimalen Vergleich zu ziehen, aber wir haben es versucht, so fair wie nur möglich zu halten. Gerade der Skoda Octavia RS ist als unscheinbarer Underdog ein Geheimtipp. Der Innenraum, die Materialanmutung, die Qualität und auch die Ersatzteilverfügbarkeit ist dank dem Volkswagen-Teileregal mehr als überragend. Auch ausstattungstechnisch gibt es gerade beim Facelift-Modell sehr viel fürs Geld, weswegen man den Octavia RS als gute Alternative ansehen kann. Tuningtechnisch lässt sich gerade aus dem Octavia RS sehr viel rausholen. Motorentechnisch kann man dank der Turboaufladung softwareseitig einiges an Mehrleistung generieren. Aber auch optisch muss sich der Octavia RS nicht verstecken. Klar, er ist lange nicht so schön wie ein E46 Touring, aber seien wir mal ehrlich, welcher andere Kombi der Mittelklasse kommt optisch auch nur ansatzweise an einen E46 ran? Richtig, so gut wie keiner. Preislich bietet der Octavia von günstig bis moderat alles. Extrem durchgerockte Modelle bekommt man schon ab knapp 1500 Euro. Die Spanne bei den RS-Modellen liegt zwischen 6000 bis 18000. Auch hier gilt, je nach Baujahr, Zustand, Motorisierung, Laufleistung und Ausstattung. Es dürfte also für jeden etwas dabei sein. Nissan 350Z. Und wieder ein Japaner, jedoch handelt es sich hier um eine Legende aus unzähligen Drift-Events, Filmen und Spielen. Der Nissan 350Z ist unserer Meinung nach eine der wenigen Alternativen zu einem BMW E46 Coupé. Von 2002 bis 2008 wurde das 350Z Kombi Coupé gebaut und hat eine ganze Fahrzeugenthusiastengeneration geprägt. Gerade bei Driftsportfanatikern wurde der 350Z zu einem der beliebtesten Fahrzeuge überhaupt. Kein Wunder, denn der Z hat ähnlich wie ein E46 eine extrem sportliche Auslegung. Eine Besonderheit vom Nissan ist der V6 Saugmotor, der seinen Schwerpunkt hinter der Vorderachse hat, was dem Fahrverhalten sehr zugute kommt. Preis-leistungstechnisch bekam man mit dem 350Z damals das volle Programm geboten. Für relativ wenig Geld hat man ein echtes sportliches Kombi-Coupé mit einem potenten Motor mit viel Hubraum und sehr viel Leistung bekommen. Aber schauen wir uns die Motoren doch mal genauer an. Wie ihr seht, gibt es hier nicht viel zu sehen. Es gab den 350Z immer nur mit einem Motor. Um genau zu sein, gab es zwei Varianten und insgesamt drei Ausbaustufen. So kommt der 350Z mit einem 3,5 Liter V6 Saugmotor mit entweder 280 PS und 363 Newtonmeter, 300 PS und 353 Newtonmeter und mit 313 PS und 348 Newtonmeter Drehmoment. Je nach Baujahr hat man also mehr oder weniger Leistung und Drehmoment. Da wir uns hier im ungefähren Leistungsbereich des E46 M3 befinden, nehmen wir auch diesen als Vergleich. Der E46 kommt mit einem 3,2 Liter Reihen 6-Zylinder Saugmotor mit 343 PS und 365 Newtonmeter Drehmoment oder wenn man sich für einen E46 M3 CSL entscheidet, sogar mit 360 PS und 370 Newtonmeter Drehmoment. Leider gab es den 350Z hierzulande nicht als Nismo, denn wenn dies der Fall gewesen wäre, hätte der Motorenvergleich ganz anders ausgesehen, denn der Nissan 350Z Nismo Type 380 RS leistete 350 PS und ganze 397 Newtonmeter Drehmoment. Das ist aber kein Grund, den Wagen abzuschreiben, denn es gibt unzählige Turbo- und Kompressor-Umbaukits für den Z, die noch viel mehr Leistung aus dem Motor rausholen können. Zwar ist ein Turbo- bzw. Kompressorumbau ziemlich kostspielig, aber wenigstens ist es bei diesem Fahrzeug machbar und effektiver als Saugmotor-Tuning. Wenn wir uns in den Innenraum begeben, stellen wir sehr schnell fest, dass der Standard hier ein anderer ist als beim E46 Coupé. Alles in diesem Cockpit wirkt im Vergleich recht billig. Die Materialwahl und Anmutung ist ebenfalls nicht das Beste vom Besten, aber man darf auch nicht vergessen, dass der 350Z kein Premium-Fahrzeug ist. In Sachen Optik müssen wir hier nicht viel reden. Jeder von euch sollte wissen, was man optisch aus diesem Wagen rausholen kann. Mit einem vernünftigen Gewindefahrwerk, passenden und technisch vorteilhaften Felgen und ein wenig Kreativität kann man aus dem 350Z ein unfassbar heftiges Fahrzeug machen. Die Preisspanne vom 350Z liegt derzeit zwischen 8000 und 20000.
Wer auf einen schönen Innenraum verzichten kann, Spaß am Schrauben und wirkliches Interesse bekommen hat, sollte den 350Z mal von der Nähe sehen, Probe fahren und sich eine Meinung bilden. Ja, und jetzt seid ihr gefragt. Eine Frage an euch alle. Welches von diesen Fahrzeugen würdet ihr euch als Alternative zum BMW E46 kaufen, wenn ihr müsstet? Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, für welches dieser Fahrzeuge ihr euch entscheiden würdet und am besten auch mal warum. Und damit sind wir am Ende des Videos angelangt, Freunde. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würden wir uns über einen Daumen hoch und einen Kommentar freuen. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr das jetzt kostenlos tun. Und falls euch Autotalk interessiert, dann seid doch morgen beim Livestream mit dabei, denn morgen ab 20 Uhr werden wir in den Livestream gehen und mit euch über ein paar Dinge aus dem Automobilbereich reden. Also Freunde, vielen Dank fürs freundliche Zusehen. Bis zum nächsten Mal, euer Ino vom BAFMO.